Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark mit Lizzie und Interloper. Und in der letzten Folge haben wir beschlossen, hier, wir haben uns warm gemacht, wir haben geschlafen, wir haben einen Wärmebonus durch die Tomatensuppe. Wir haben den Fackelstock noch mit dabei. Und diese Folge gilt es, zur Küstenstraße zu kommen. Und von dort aus wieder zurück zur Schlucht zu laufen. Klaus, was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum? So, denn wir wollen an der Küstenstraße natürlich erstmal das Inventar leer machen. Und dann würde ich hier in der Schlucht einfach gerne das ganze Zeug noch sammeln, ne? Die Rohrkolben, die Pilze, die Kadaver mitnehmen. Bei den Kadavern bin ich mir wirklich noch nicht so sicher, ob ich das wirklich möchte, weil das letztendlich im Zweifel vielleicht unsere letzte Krähenfedernquelle sein könnte. Und wir die Kadaver jetzt gerade ad hoc nicht so unbedingt brauchen. Wir haben Material zum Reparieren unserer Hose und unserer Stiefel. Das kann natürlich auch total schnell weg sein, wie wir in der Vergangenheit schon mal gelernt haben, ne? Nach 44 Wolfsangriffen waren dann auch direkt 718 Rehleder weg zum Reparieren. Deswegen müssen wir mal überlegen. Zumindest werde ich, wenn wir in dieser Folge vielleicht noch zurück zur Schlucht gehen, werde ich auf jeden Fall das Seil runterklettern. Und da unten den Kadaver werde ich mitnehmen. Den lasse ich nicht liegen, weil der Aufwand, um da runter zu klettern, um dann irgendwann Krähenfedern zu holen, ist einfach viel zu groß. Und das bietet sich dann einfach an, ne? Das bietet sich an, diesen Kadaver dann einfach mitzunehmen. Das Leder, die Därme, das Fleisch, lecker, lecker. Und dann natürlich die Krähenfedern. Leider sind wir noch nicht in der Lage gewesen, uns Fallen herzustellen. Aber Hasenjagen hier in der Schlucht hat sich auch als nicht so sonderbar effektiv herausgestellt, nur weil man einfach an verschiedene Spots muss, um entsprechend viele Hasen zu kriegen. Und man pro Spot irgendwie nur zwei Hasen fangen kann, maximal pro Tag. Teilweise hatte ich auch schon mal ein paar Tage lang, ihr erinnert euch vielleicht, unten in der Schlucht, als wir in der Höhle gesessen haben, ein paar Tage lang hintereinander überhaupt keinen Hasen in der Falle. Deswegen finde ich, ist die Schlucht jetzt hier nicht unbedingt geeignet, um wirklich effektiv Hasen zu fangen. Zumindest nicht auf Interloper, wo wir einfach ziemlich viele Kalorien brauchen würden, um uns über Wasser zu halten, ne? Aber jetzt gilt es erstmal rüber zum Container an der Küstenstraße zu kommen. 6 Stunden Tageslicht, das ist natürlich wieder was, was uns eigentlich nicht so in die Karten spielt. Weil der Rückweg natürlich genauso lang ist wie der Hinweg. Hey Klaus, das hast du aber gut erkannt, ey. Du bist voll klug. Oh, I can eat a horse. I can eat two horses. I can heat two horses. A horse is a horse, of course. And no one can talk to a horse, of course. La-di-da-da. Ich kenne den Text leider nicht weiter. Das muss ich aber auch nicht, weil das reicht eigentlich schon. Finde ich persönlich. Kann man natürlich geteilter Meinung sein, ne? Aber eine geteilte Meinung ist doppelte Meinung. What are you talking about, Klaus? Ach, habe ich übrigens noch gar nicht erzählt, ne? Ein paar von euch hatten das gesehen. Irgend so ein dahergelaufener, halbwüchsiger Intellektueller hat letztens irgendwann unter ein Video gepostet bei mir. Ey, du Vollidiot. Nur weil du Geld hast, ey, musst du hier nicht deinen Kanalstrailer vor jedes zweite Video schalten. Du H-Sternchen, Sternchen, Sohn, du A-Punkt-Loch, du doof, du boah, ich hasse dich. Ja, habe ich gelöscht den Kommentar. Inklusive, logischerweise dann inklusive den Leuten, die auf den Kommentar reagiert haben. Das ließ sich nicht vermeiden, das geht dann automatisch. Also bei sowas einfach nicht drauf reagieren. Ich hatte mir überlegt, ob ich in meiner charmant üblichen Weise darauf reagiere und demjenigen dann erkläre: Pass mal auf, du hast das mit der Google-Werbung total super verstanden.
Denn in der Tat, für die Leute, die es jetzt interessiert, werde ich das auch mal kurz erklären. Ja, mein Kanaltrailer wird mit 1 Euro pro Tag, den ich da investiere, als Werbung geschaltet. So, jetzt sitzt ja bei Google keiner in einem Räumchen und denkt sich, oh, hier, der Klaus, der gibt mir 1 Euro am Tag. Und jetzt gucke ich mal, wo ich das hinschalte, das Video, wo der Werbung für machen möchte. Sondern Google hat ja einen Algorithmus, ne? Wo Google sieht, oh, hier, der Klaus, der zahlt 1 Euro am Tag und möchte seinen Kanaltrailer verbreitet haben. Und der hat angegeben, er möchte das in Altersgruppen von X bis Y und möchte das in Deutschland, im deutschsprachigen Bereichen, also in deutschsprachigen Ländern möchte er diesen Trailer verbreiten und dazu möchte er das bei Leuten verbreiten, die Interesse an Survival haben, die Interesse an Spielen haben, an Videospielen und so weiter und so fort. Und dann geht Google hin und sagt, alles klar, Klaus, was machen wir? Ist überhaupt kein Problem. Hier, der Torben aus Buxtehude, der guckt den ganzen Tag nur Let's Plays auf YouTube und der guckt den ganzen Tag nur Survival. Und der passt. Dazu ist der Torben auch noch in der richtigen Altersgruppe und kann, so scheint es zumindest, ansatzweise Deutsch sprechen. So. Dann sitzt der Torben da in Buxtehude und denkt sich, ich guck den ganzen Tag Videos und bei jedem zweiten kommt dieser Kacktyp mit seinem Kack-Kanaltrainer, ey. Dem schreibe ich jetzt mal unter das Video, du Vollidiot, du blöde Sau, hör auf damit. So in etwa funktioniert das. Haben alle verstanden, ne? Rhetorische Frage, denn natürlich haben alle meine Zuschauer das verstanden, denn alle meine Zuschauer sind ja halbwegs intelligent. Also, so halbwegs intelligent, wie ich selbst bin, ne? Also, ich habe deinen Namen vergessen. Ich glaube, es war irgendwas mit Daniel. Irgendwas. Es tut mir leid, wenn du dich genötigt fühlst, dir Werbung auf YouTube anzugucken. Ich könnte dir jetzt empfehlen, falls du dieses Video jemals sehen solltest, falls irgendjemand anders dieses Video sehen sollte, der sich auch belästigt fühlt durch meinen Kanaltrailer, dem kann ich empfehlen, mal eine beliebige Suchmaschine zu bemühen und mal zu schauen, ey, wie verhindere ich Werbung bei YouTube? Dann braucht ihr auch keine mehr auf den Sack zu gehen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich euch echt nicht auf meinem Kanal haben möchte. Wer sich nicht mal ordentlich artikulieren kann, der kann mir gerne gestohlen bleiben. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ja, wir sind am Container angekommen in der Zeit, wo ich so viel Scheiß erzählt habe. Ne? So, ich fange direkt mal an. Und zwar fange ich erstmal damit an, dass wir natürlich die frische Rehhaut, den frischen Darm und natürlich die Schößlinge schon mal zum Trocknen rausschmeißen. Und ich werde das hier natürlich auch wieder mal ein bisschen aufdröseln, ne, damit wir einfach, ja, guck mal, so kann man das machen. So, dann haue ich mal die getrockneten Rehhäute hier rein. Warum habe ich das ganze Leder mitgeschleppt? Man weiß es nicht. Fragt mich gar nicht. Es wird irgendeinen Sinn gehabt haben, sonst hätte ich es ja nicht mitgenommen. So, 2 Wolfspelze, die getrockneten Schößlinge. Metallstoff machen wir auch nicht. Den Stoff machen wir mal, da machen wir mal 10 Stück, 11 Stück, 10 Stück. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, wie viel brauche ich denn nochmal für so eine Schneehöhle. Brauche ich keine geschlossenen Räume für. So, pass auf, die Brecheisen brauchen wir ja, brauchen wir die? Die brauchen wir in der Schlucht nicht, ne? Die brauchen wir nicht. In der Schlucht brauchen wir die nicht. So, hier das Angelzeug brauchen wir auch in der Schlucht nicht. Super. Ja, die Bücher nehme ich natürlich mit, ne, um halt Feuer zu machen. Die Bartflechten brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Die Federn brauchen wir. Oh, 31 Federn. Ja, das kann man machen. Ne? So, die Nähsets brauchen wir auch nicht. Die Haken brauchen wir auch nicht. So. Brauchen wir die Säge. Die Säge brauchen wir eventuell. Ne? Den Hammer. Also, ne, die Säge brauchen wir für den Kadaver in der Schlucht natürlich. Den Hammer lassen wir auch mal hier. Die Laterne lassen wir hier, denn die leuchtet eh nicht. Die beiden Sachen lassen wir auch hier. So, die Flares brauchen wir theoretisch nicht, die passen aber nicht mehr. Dafür passen aber noch 2 Kaffee hier rein. Sehr schön. So, dann nehmen wir den nächsten Behälter. Ich lasse den Kuchen hier. Ich lasse ganz viel Kaffee hier bis auf 5. Ich nehme, also
echt wirklich nur geschätzter Sicherheitsvorrat. Und, warte mal, ja, doch, genau. Alle umlagern und ich nehme mir hier davon mal, ich nehme mir 10 Stück mit, was eigentlich viel zu viel ist, denn die ganze Schlucht ist voller Gedönse, ne? Also voller Rohrkolben. Dann lasse ich natürlich die Reserveklamotten hier. Also auch wenn der jetzt 1% mehr hat, ne, das macht aber temperaturtechnisch gerade keinen Unterschied. So, dann lasse ich natürlich den Lackpolling-Tee hier bis auf Dö. Genauso da bis auf Dö. Davon nehme ich nur 5, 4 mit. Davon nehme ich auch nur 2 mit, denn in der Schlucht kann uns eigentlich nichts passieren. Also eigentlich bräuchten wir gar keinen mitnehmen. Aber wie das so ist, ne? Pass auf, von denen nehme ich auch nur mal hier so eine Handvoll mit als Ergänzung. Und von dem Antibiotika nehme ich auch nur mal 6 Stück mit als Ergänzung. So, dann sieht das Ganze auch schon mal wieder ganz gut aus. Die Streichhölzer lasse ich auch hier, also die zumindest. Von den Stöcken. Ja, wir werden ja auf jeden Fall nochmal Feuer machen müssen. Und deswegen würde ich die Stöcke gerne mitnehmen, damit wir schon mal ein bisschen Holz einfach haben. Und eventuell, wir werden jetzt wahrscheinlich hier nochmal eben ein bisschen was zerlegen, um nochmal unseren Altholzvorrat ein bisschen aufzustocken. Guck mal, da liegt was, ich hab dich gesehen. Ei, 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 oh ja, das ist aber, das war schon sensationell knapp, ne? 9% hat die nur noch. Okay, dann wissen wir ja, was wir als nächstes trinken. Machen wir jetzt direkt. Denn ich würde, wir werden jetzt die Nacht hier im Container verbringen, denn ich würde wirklich gerne unsere Prozente mal wieder ein bisschen hochpushen. So, deswegen werde ich jetzt erstmal hier ein paar Sachen auseinandernehmen. Super. Komm, wir essen auch schimmelig. Ich muss das essen, das Risiko ist zwar da. Aber zumindest mal. Stomach. Okay, wir werden einen Lackpolling-Tee trinken. Zum einen löscht es den Durst, wir kriegen nochmal Kalorien und das passt auch ziemlich genau. So, wir müssen aber echt gucken, dass wir natürlich drauf aufpassen. Und ich werde jetzt den Hammer nochmal rausnehmen, um einfach die Regale zu zerlegen. Das passt ja von den Kalorien her niemals, oder? Ach doch, komm. Ne, passt natürlich doch niemals. Oh, 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 oh. Der ging aber schnell. So. Okay, alles klar, pass auf. Dann essen wir nochmal was. Und wir müssen jetzt zwangsläufig schlafen. So, und ich überlege gerade, wie da die, jetzt die perfekte Taktik ist. Weil wenn wir jetzt 10 Stunden am Stück schlafen, dann sind wir, meine ich, danach relativ ausgeruht. Haben aber relativ wenig Zustand gewonnen. Pass auf, ich schlafe jetzt erstmal 5 Stunden. Wir schlafen erstmal 5 Stunden und dann gucke ich danach nochmal, wie sich das entwickelt hat. Die Lebensmittelvergiftung, das ist so eine Sache, ne, mit den Lebensmittelvergiftungen. Also wir gewinnen halt einfach gerade keinen Zustand, ne? Und das bedeutet, wenn wir jetzt weiter schlafen, macht das überhaupt keinen Sinn eigentlich. Also wir müssen natürlich zwangsläufig schlafen, ne? Das ist mir auch klar. Fünf Stunden Rast haben wir noch. Das Problem ist, das Regal kann ich jetzt eigentlich nicht mehr auseinandernehmen. Ne? Wobei die Lebensmittelvergiftung eigentlich bei 15% stehen bleiben müsste oder 10%, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Pass auf, wir dramatisieren das jetzt mal. Ja, kein Problem, wir dramatisieren das jetzt mal. Ich esse die jetzt mit Absicht, damit ich ein paar Kalorien auf Vorrat habe. Das ist hoffentlich klar. So, nochmal ein bisschen trinken. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist denn das Regal, das andere? Wo war denn das Regal? Das andere Regal. Das ist ein Bett. Ah ja, komm. Wir machen mal eine Fackel an.
War ja nicht ein zweites Regal? Ach da. So, machen wir mal aus hier. Können wir wegstecken. So müde, hungrig. 2 Stunden 15 Minuten. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt. 14% Zustand. Kann man machen, muss man nicht. So, 12 Grad. So, pass auf, ich werde jetzt nochmal 3 Stunden schlafen. Wir müssen das irgendwie ein bisschen timen, damit ich danach nochmal schlafen kann, um den Zustand zu regenerieren. Also ihr wisst, was ich meine. Also mit der Lebensmittelvergiftung ist es einfach so, dass wir relativ schnell ausgelaugt werden halt. Wir verbrauchen natürlich auch relativ viel Flüssigkeit und Nahrung in der Zeit. Das ist aber okay, sage ich mal. So, und wenn wir jetzt hier ein bisschen hin und her sprinten, dann geht das nämlich eigentlich relativ fix hier. So. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch einfach mal nach draußen gehen. Und mal gucken, wie kalt es ist. Mal gucken, ob ein Wolf in der Nähe ist oder ein Bär. Und dann zum Beispiel einfach mal da vorne den Kadaver untersuchen. So. Die Krähenfeder mal eben mitnehmen. Gucken, ob der Kamerad hier was drin hat. I'm gonna need to rest soon. Yeah, I'm gonna need to rest soon. So, die Krähenfedern, echt, das ist echt, da habe ich mich viel zu wenig drum gekümmert, wirklich. Viel zu wenig drum gekümmert. Also ich meine, wir haben ja jetzt Krähenfedern für 11 Pfeile, wenn ich das richtig gezählt habe, mit denen, die wir jetzt eingesammelt haben, also fast 12 sogar. Can you eat trees? Can you eat trees? Yeah. Was quietscht denn hier? Muss mal die Hütte geölt werden hier. So, pass auf, dann werden wir die Krähenfedern hier nochmal mit reinpacken. Zack, so. Und jetzt gehen echt von den Rohrkolben jede Menge drauf natürlich, ne, für diese Aktion hier, aber kann ich jetzt leider nichts gegen tun. Also das hat sich mal wieder nicht gelohnt, ne? Die Lebensmittelvergiftung ist echt. Das ist wirklich eine doofe Geschichte. Da machst du aber zwangsläufig nichts gegen. So, pass auf, wir schlafen jetzt nochmal eine Stunde. Und dann müssen wir uns noch eine Stunde ausruhen. Aber ich würde das natürlich erst gerne machen, wenn wir das halt wieder losgeworden sind, ne? Deswegen müssen wir nochmal ein bisschen rumrennen hier. Denn ich würde danach gerne irgendwie so die 9 Stunden halt nach der Lebensmittelvergiftung auch wirklich schlafen. Und das ist natürlich, das ist eigentlich echt uncool, ne? Wir schlafen die Stunde jetzt noch, dann ist die Lebensmittelvergiftung weg und wir können dann halt einfach unseren Zustand wieder regenerieren. So. Gott sei Dank haben wir auch noch kein Lagerkollerrisiko. Das ist halt das Nächste, ne? So, und einen müssen wir noch. Wohl oder übel. So. Und ich werde uns jetzt auf... Oh ne, ich muss noch einen essen, denn ich glaube, wir können sogar 10 Stunden schlafen. In der Tat. Du hast keinen Durst. Ich schlafe trotzdem nur 9 Stunden. Weil wir halt jetzt nichts mehr trinken konnten. Ne? Und ich weiß, dass man halt nach 10 Stunden anfängt zu verdursten. Deswegen jetzt mal diesen hier und diesen hier. So. Zack. So. Das war jetzt eigentlich Quatsch. So, pass auf, ich werde jetzt warten. So, ihr seht, ne? 4 Stunden warten, 500 Kalorien, 4 Stunden schlafen, 300 Kalorien. Also nicht ganz das Doppelte, aber zumindest ein bisschen was.
So, wir werden jetzt nochmal warten. Und warten hat dann noch den Nachteil, dass man einfach nicht so schnell Zustand gewinnt. Where? Und unser Wasser wird knapp. Das ist das Nächste. Unser Wasser wird wirklich knapp gerade. So, wir warten nochmal 3 Stunden. Und ich werde jetzt während des Wartens auch nichts essen. Ne? 7 Stunden, 6 Stunden, 5 Stunden. Ja, so, pass auf. Jetzt trinken. Hoffentlich haben wir noch einen Rest übrig. Ja. Damit wir zumindest am nächsten Tag halt mit ein bisschen Wasser noch aufwachen. Und unseren Durst erstmal stillen können. Einen esse ich noch. Das müsste dann theoretisch reichen. Für fast 8 Stunden. So lange werden wir eh nicht schlafen können, aber dann sind wir wieder relativ fit und dann müssen wir echt gucken, ob wir nicht schon wieder Lagerkollerrisiko haben. Ne? Haben wir Gott sei Dank nicht, aber Sturm draußen. Und Sturm draußen ist natürlich das ist nur so halbwegs gut, denn im Sturm können wir natürlich auch kein Feuer machen, um wieder Wasser herzustellen. So. Pass auf, hier passt der Hammer noch rein. Den Hammer brauchen wir nämlich jetzt gerade nicht mehr, wenn wir uns auf den Weg machen. Jetzt gucke ich gerade mal ein Brennmaterial. Haben wir wieder 20 mal Altholz. Die werden wir auch mitnehmen. Ja, warte mal. Das brauchen wir eigentlich nicht, ne? Wo? Schmeiß ich mal hier in den Schublade. Rinder. Das brauchen wir nämlich nicht. Also wir brauchen ja keinen Zunder mehr, um Feuer zu machen. Das haben wir ja Gott sei Dank geskillt. So, und jetzt, was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch ein paar Minuten. Und das bedeutet für mich, wir werden das jetzt folgendermaßen mal versuchen. Ich werde mal gucken, wie kalt es da vorne in dem Höhleneingang hier ist. Minus 22 Grad. Das ist nicht so optimal, um ein Feuer zu machen, damit wir uns was Wasser machen können. Ne? Also das ist alles andere als optimal dafür. Das ist ein bisschen doof. Das ist wirklich ein bisschen doof. Du bist noch nicht müde, Klaus. Hör da auf damit. Jetzt. So, kurz ein bisschen warten. Aber das ist. Offensichtlich ist es mal wieder so ein 12 Trilliarden Tagessturm. Eieieiei. Ja, wir können auch jetzt gerade hier nichts anderes machen. Ne? Wir können hier jetzt gerade nichts anderes tun. Außer zu warten. Das Problem ist. Jeglicher Unterschlupf ist einfach viel zu weit weg, als dass ich da im Sturm hinlaufen möchte. Vor allen Dingen möchte ich echt unsere Klamotten nicht schon abnutzen. Mit einer blöden Sturmreise. So, pass auf. Pass auf. Ich nehme mir jetzt hier noch einen Lackpolling-Tee mit. Dann haben wir das wieder so weit aufgefüllt, wie es sein sollte. 57% Zustand ist natürlich auch echt nicht so super. Das Ding ist, wir kommen nicht drum rum. Ne? Ich muss jetzt echt nochmal warten. Getting weak. Wir müssen uns gleich irgendwie eine Gelegenheit suchen, um Wasser zu machen. Und ich überlege gerade, es ist nichts in der Nähe, wo ich einen Ofen habe, um Wasser zu machen. Also zur Not, wir haben ja noch anderes Zeugs zum Trinken. Ne? Also ganz zur Not trinke ich einen Lackpolling-Tee, ohne Witz. Davon haben wir ja echt genug. Und ganz zur Not trinke ich einen davon. Das werde ich auch jetzt tun. Das löscht halt den Durst echt relativ gut. Ne? Und wir kriegen nochmal ein paar Kalorien.
So, dann können wir nämlich auch nochmal ein Stündchen schlafen. Ah, das ist echt ärgerlich mit dem Sturm wieder, ne? Kompletter Holt aufgebracht. Noch meldet sich kein Lagerkoller. Aber der Sturm ist immer noch da. So. Jetzt ist der Sturm weg. Perfekt. Dummerweise. Wir gehen jetzt raus und kochen uns nochmal Wasser. Das muss ich tun. Ohne Wasser werden wir nicht losziehen. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Warte mal, 10 Grad. Minus 10 Grad. Wenn wir hier nur einen kleinen Temperaturbonus kriegen, soll der mir recht sein. Minus 9 Grad. Das ist auch eigentlich eher ein Witz von einem Temperaturbonus. Ne? Okay, pass auf, wir machen ein Feuer. Natürlich mit einem Buch. Und natürlich mit Streichhölzern. Das machen wir in dieser Folge noch. Wir machen noch Wasser und in der nächsten Folge, das heißt, wir haben dann noch so ungefähr 7 Stunden Tageslicht und das reicht, um zur Schlucht zu gehen. Das wird auf jeden Fall reichen, um sogar noch runter zu klettern und unten in der Höhle halt zu pausieren. Das reicht auf jeden Fall. Sollte man annehmen, ne? Müsste hinkommen. Das müsste hinkommen. So machen wir das. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser, ne? Das macht keinen Sinn. Also zumindest, ich werde ein Altholz reinschmeißen und wir brauchen auf jeden Fall, das reicht für 1,5 Liter Wasser. Und die müssen wir uns auch machen. Damit wir jetzt nochmal trinken können. Und den Rest dann halt mit in die Schlucht nehmen. Oh, das reicht sogar für nochmal 1,5 Liter Wasser. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das sogar für diesen 1,5 Liter Wasser noch locker reichen. Und das tut es auch. Dann haben wir 2 Liter Wasser. Davon trinken wir jetzt ungefähr 600 Milliliter. Das machen wir aber erst, wenn wir wieder drin sind. So. Wobei das eigentlich keinen Sinn gemacht hat, ne? Denn jetzt brauche ich das eigentlich dann auch nicht mehr trinken, denn wir haben jetzt gespeichert. Und ja, okay, ich brauche auch nicht auf Pause machen. Wir machen jetzt hier einen Cut. In der nächsten Folge werde ich das schon sehen, dass wir was trinken müssen. Gott sei Dank kein Lagerkoller-Risiko bisher, ne? Aber mein Gefühl sagt mir, das kann nicht mehr weit sein, bis wir uns das Lagerkoller-Risiko einfangen. Deswegen werden wir in der nächsten Folge, auch wenn wir nur 55% Zustand haben, auf jeden Fall aufbrechen. Das müssen wir tun. Wir werden ja vermutlich in der Höhle unten eine Nacht pausieren. Dazu brauchen wir Holz. Haben wir eigentlich, ich meine, wir hätten ausreichend Holz dabei, um eine Nacht dort campieren zu können. Zur Not gibt es da auf jeden Fall Stöcke noch, die uns die für eine Nacht auf jeden Fall genügend Wärme spenden. Ja, und das machen wir dann in der nächsten Folge. So sieht's aus. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nach oben nicht vergessen. Und bevor ich mich ganz verabschiede, gucken wir nochmal gerade eben, weil das letztens jemand von euch gefragt hatte. Wir haben 37 Tage, 15 Stunden, 56 Minuten auf der Uhr. Und das ist, glaube ich, schon nicht so schlecht. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Long Dark auf Interloper mit Lizzie. Tschüss!